Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Im letzten Teil haben wir Batmans Auto gesucht und sogar gefunden. Wir haben das extrem nützliche Explosivgel erhalten, mit dem Batman lustige kleine Batman-Symbole überall an Wände und Oberflächen sprüht. Und jetzt müssen wir ein paar Doktoren finden, die sich in verschiedenen Arealen des Asylums befinden. Ich schau mal eben auf die Karte. Genau, wir sind da, wo sich dieses Fledermaus-ähnliche Dingsbums auf der Karte befindet. Hier irgendwo ist Dr. Young, hier irgendwo ist Dr. Chen und hier irgendwo ist Dr. Kellerman. Ich weiß nicht, ob der Fahrstuhl jetzt hier offen ist oder nicht. Es sieht aber nicht so aus. Na, Tür verschlossen. War ja logisch. Wo geht's hier so lang? Oh, ein Tonband. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Scharf sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn entstellen? Aber sicher. Was läuft auf vier Beinen, dann auf zwei und schließlich auf drei? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen, als Erwachsener läuft man auf zwei und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneide ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf drei herumhuppeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Ganz schön abgefuckter Typ. Ja, aber seien wir ehrlich. Wer hat noch nie darüber nachgedacht, ein Baby zu verstümmeln? Ja. Der Riddler ist auch ein sehr cooler Charakter eigentlich. Als Fan, also es war zuerst, es gab damals Gerüchte, als noch nicht klar war bei The Dark Knight Rises, wer den Bösewicht spielt, bevor man wusste, dass es Bane wird, haben viele Leute gemutmaßt, dass es anstatt von Bane der Riddler wird. Und es gibt ganz viele Fanarts davon, wie man, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie heißt der denn nochmal? Jedenfalls der Typ, der bei How I Met Your Mother Barney Stinson spricht, spielt natürlich, dass der von vielen Leuten gerne als der Riddler gesehen wurde, passt ja auch, weil es von ihm fast nur Aufnahmen im Anzug gibt und den ein bisschen grün eingefärbt in Photoshop, machte das schon einen ganz geilen Riddler. Und ja, kleiner Random Fact. Ich sehe gerade, wir haben ein Upgrade bekommen. Dann wollen wir mal sehen, was wir so verbessern können. Vielleicht können wir uns ja jetzt endlich mal eine von den Fähigkeiten kaufen, die ich schon die ganze Zeit ankündige, aber irgendwie noch nicht da sind. Genau, umgekehrtes Ausschalten. Das kaufen wir uns mal direkt. Das ist nämlich ziemlich geil. Bei der erstbesten Möglichkeit, die sich mir da bietet, werde ich euch das auch auf jeden Fall zeigen. Ja, sehen wir uns mal diese Zelle an. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch ein Riddler-Rätsel. Das kann ich ja eigentlich schon mal direkt scannen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Tick-Tack-Heilbildung. Gamer kommt hier nicht wirklich raus. Ich dachte, bei diesem Tempo schlägst du mich. Tick-Tack, denn Killer Croc ist ja ein Mensch, der ja durchaus Charakteristika eines Krokodils hat. Der Name Killer Croc verrät es auch. Und Tick-Tack ist natürlich eine Anspielung auf Captain Hook. Von dem ja die Hand von einem Krokodil abgebissen wurde. Wer Peter Pan gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Aber kommen wir zur Story von Killer Croc. Waylon Jones wuchs bei seiner alkoholkranken Tante auf und hatte aufgrund eines seltenen Gendefekts bereits als Kind eine schuppenartige Hautstruktur, die seinen Körper zunehmend entstellte. Nachdem er einige Zeit als Killer Croc bei einem wandernden Jahrmarkt aufgetreten war, gewann die Bestie in ihm endgültig die Oberhand und er schlug eine kriminelle Laufbahn ein. Angesichts des fortschreitenden körperlichen und geistigen Verfalls hat Killer Croc inzwischen nicht mehr viel mit einem Menschen gemein. Waylon Jones, Beruf
Alligatorringer, Gangster, Mörder. Ha! Endlich mal kein Berufsverbrecher. Ja. Operationsbasis mobil. Was soll uns das sagen? Hat er das Krokomobil und düst damit durch die Gegend, oder? Naja, Haare keine. Oh, er hat keine Haare. Killer Croc hat eine außergewöhnliche robuste Haut sowie rasiermesserscharfe Zähne und Klauen. Erfahrene Ringer mit übermenschlicher Kraft und Ausdauer, geschärfte Sinne und extrem schnelle Reflexe, kann im Wasser längere Zeit überleben, erklärt er Menschenfeind. Ja, ob Killer Croc ein, ich sag mal, eigentlich wurde Killer Croc so eingeführt als normaler Mensch, der nur, wie der Bericht es hier sagt, ein Gendefekt hat oder halt entstellt ist. Aber mittlerweile ist es immer in den Comicbüchern nicht so ganz klar, ob Killer Croc jetzt wirklich nur ein als normaler Mensch klassifiziert wird oder wirklich als Metamensch, also als Mensch mit Superkräften, sage ich jetzt mal. Weil so von so einer Entstellung, da kann man ja eigentlich nicht mehr von einem normalen Gendefekt sprechen. Der könnte, wenn wir uns jetzt im Marvel-Universum finden würden, genauso gut ein X-Men sein. Denken Sie daran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. Ich kann das nicht aus Krankenhäusern. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung. Eine, die Preise gewinnt. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, wirklich verzweifelt ist, gibt es nur wenige Einrichtungen, an die man sich wenden kann und wo man sicher sein darf, dass man dort gut aufgehoben ist und die bestmögliche Pflege erhält. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten natürlich und Gesundheitspakete. Ich denke, jedem, der halbwegs normal im Kopf ist, wird merken, dass in dieser Anstalt nicht alles so rund läuft, wie Sie es uns gerne glauben machen würden. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Beispiel. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Röntgensaal. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit... Also das ist doch ja... Ich dürfte mich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Wieso will Joker Sie nochmal sehen? Oh, ich wollte Ihnen eigentlich zuhören, was für schmierige Sachen Sie über Dr. Young erzählen. Aber da war ich wohl... Knockout. So, dann wollen wir mal in den Röntgenraum gehen. X-Ray Room. Das klingt so gefährlich. Der X-Ray Room. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Aha, Freunde. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. So wie ich das hat Joker hier speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das kann sicher ich jetzt klären. Sehr gut hier wieder. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Ich will mal sagen, hier können wir das genauso gut benutzen. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Oh, eine Riddler-Trophäe. Ja, und ich würde sagen, wir suchen uns einen schönen Winkel, um das Spektakel zu beobachten. Es muss aber nicht so sein. Die Fledermaus! Nein, was zum Teufel? Nein!
Nein! Verdammt, sie haben mich gesehen! Scheiße! Ja, ich bin ein ziemlich ungehobelter Batman. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats! Auch schön, dass ich jetzt mal verkackt hab, damit man mal diesen, ja, ich sag mal, Game-Over-Screen sieht. Denn je nachdem, in welchem Kampf oder in welcher Situation mit welchem Superschurken man scheitert, bekommt man dann noch immer eine individuelle Szene, die immer ganz nett ist, aber gut, wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Diesmal bin ich nicht so dämlich. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Kann ich ja nicht wissen, dass die mich sehen durch so ein Glasdach hier. Ja, hat mir ja keiner gesagt. Dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wäre unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Der Boss steht voll hinter der Sache. Wenn ich der Boss wäre, denn dann? Ich bin mir bewusst, dass dieser Job... Oh, jetzt riskieren wir das Ganze nicht nochmal. Oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Ich muss gerade auch fragen, was ist denn hier los? Die Tür geht trotzdem nicht auf, warum auch immer. Hallöchen, ich bin's nur. Der Bastelwastel. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Keine Sorge, Doktor. Ich habe Sie zuerst gerettet und jetzt werde ich die anderen Räume durchsuchen. Warten Sie, da draußen ist es gefährlich. Dr. Penny Young. Ich kann nicht die ganze Nacht hier bleiben. Ich muss arbeiten. Da drin ist noch medizinisches Personal, das meine Hilfe braucht. Penny. Gibt hier sonst noch was zu entdecken? Ich glaube irgendwie nicht. Gut, dann laufen wir halt wieder zurück. Weiter oben war ich noch gar nicht. Achso, das ist nur so eine Säule. Nicht, dass hier hinter einer Ecke Gegner auf mich warten. Aber es sieht im Moment jetzt nicht so aus. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Natürlich war das eine Falle. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst in einer Anstalt, die von Joker, ich sag mal, belagert wird. Und in der grüne, lilane Päckchen rumstehen, sollte man schon ein bisschen misstrauisch sein. Wir repräsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege. Oh, eine Riddler. Sehr schön. Okay, halt, geh da durch. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt die Geschichten der sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt werden. Okay, anscheinend bin ich richtig gelaufen. Auch gut. Worden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen. Ah, das sieht gar nicht so nett aus. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. It's a trap! Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Du wirst bluten, Batman! Ah.
Hier dich du die ganze Zeit ab. Ja! So. Ende hier. Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Bitte, bring mich aus diesem Ding raus. Was auch immer du sagst. Ja, das war ja einfach. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, sie sind in Sicherheit. Du hast doch gerade gesprochen. Diesen Hardcore-Gaunern fertig. Dr. Chen. Und natürlich sieht Dr. Chen aus wie Mr. Miyagi. Ja, Dr. Chen ist gerade. Was ist da oben noch so los? Oh, eine Riddler-Trophäe, aber da komme ich nicht durch, weil hier irgendwo noch der Strom an ist. Und wenn wir uns an das Riddler-Rätsel erinnern, war nämlich was von wegen Dr. Elliot arbeitete etwa hier. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Schichtplan mal angucken, sehen wir genau da Dr. T. Elliot. Na, da würde ich mal sagen, das scannen wir direkt. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Sehr schön, jetzt kriegen wir nämlich auch direkt die Charakterbiografie für Hush. Das ist so langsam, deswegen muss ich jetzt hier mal manuell dahin gehen. Hush. Tommy Elliot und Bruce Wayne waren als Kinder gute Freunde und teilten, was Bruce jedoch nicht wusste, ein ähnliches Schicksal. Elliot war allerdings bereits als Kind ein Soziopath und versuchte, seine Eltern zu töten, um ihr Vermögen zu erben. Als sein Plan unter anderem aufgrund des medizinischen Könnens von Bruce Vater Thomas Wayne scheiterte, gab Elliot Bruce die Schuld. Später wurde Elliot selbst ein hervorragender Chirurg und ersann einen perfiden Plan, um sich an Batman zu rächen. Er schlüpfte in die Rolle des Schurken Hush und hüllte sein Gesicht in Bandagen, wurde jedoch vom dunklen Ritter besiegt und demaskiert. Seitdem sind Hush nach Rache und hackt mit chirurgischen Präzision komplizierte Pläne aus. Thomas, Tommy Elliot, Berufschirurg, Gotham, Braun und so weiter und so fort. Enorme Kraft, verstärkt durch seinen Hass auf Bruce Wayne. Ich bin so wütend! Weltklasse-Chirurg, der zu außerordentlichen medizinischen Leistung fähig ist. Meister der Verkleidung, entschlossen Bruce Wayne zu vernichten. Hush ist wirklich einer der geilsten Batman-Schurken, die es eigentlich gibt, aber er ist relativ unbekannt bei Leuten, die die Comics nicht lesen. Ich würde einfach empfehlen, jedem, der eine wirklich sehr gute Batman-Story lesen möchte, sich möchte ich Batman Hush ans Herz legen. Wirklich sehr geil. Und ich finde auch gerade, das ist das Geile an diesen an den Batman Arkham Spielen. Das heißt, obwohl diese Charaktere jetzt direkt nicht in Erscheinung treten, ja, trotzdem findet man halt überall Hinweise und Anspielungen auf andere Charaktere aus dem Batman-Universum, was das Ganze einfach lebendig macht. Das ist ziemlich geil. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung... Wer ist der Wächter? Hat viel hier geglaubt, dass er das Besondere ist. Cash! Wie ist er zu dem Haken gekommen? Was ist los mit dir? Weißt du gar nichts? Cash hatte vor einer Weile eine Meinungsverschiedenheit mit Killer Croc. Croc kam frei und hat Cash Hand aufgefressen. Oh Mann! Wenn du ein Riesenmonster auf dich zurennen siehst, erschieße es. Oder du stehst als nächstes auf seinem Speiseplan. Nom 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 nom. Medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Anstalt von Arkham, hat dazu geführt, Shoryuken! Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben. Ja. Nun stehen wir direkt vor der Observationskammer. Und ich habe gerade leider etwas darüber gebrabbelt, aber der Joker hat sich eben gerade in das in die Sprachanlage gehackt, sag ich jetzt mal. Und hat Batman darauf hingewiesen, dass hinter dem nächsten Raum ein ganz besonderer
Kerl auf ihn wartet, der genauso überrascht sein wird, mich zu sehen, beziehungsweise Batman zu sehen, wie Batman überrascht sein wird, ihn zu sehen. Und ich denke, da ich jetzt schon wieder eine Weile spiele, heben wir uns das für den nächsten Teil auf. Ja, ich mag Cliffhanger und ich denke hier auch. So, schaltet auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder ein. Das Video wird in Kürze folgen. Und bis dahin sage ich einfach nur, hauen Sie, bauen Sie!